Hallo, liebe Hörer da draußen im Sendegebiet. Heute habe ich einen Interviewpartner dabei, den Fabian, aber er stellt sich am besten erstmal selber vor. Schönen guten Tag, Fabian. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Fabian Gabriel aus Erfurt und ich engagiere mich beim CSD Bündnis Erfurt für mehr Akzeptanz und Vielfalt, ja. Genau. Was ist denn eigentlich der CSD und warum wird er veranstaltet? Nochmal für die Hörer da draußen, die immer noch nicht wissen, was eine Abkürzung CSD heißen könnte. Ja, der CSD steht für Christopher Street Day und der wird den gesamten Sommer über in verschiedenen deutschen Städten, aber auch weltweit gefeiert oder veranstaltet. Und das ist eine Veranstaltung, die sich für mehr Akzeptanz gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einsetzt und auf die Stonewall Riots in New York Ende der 60er Jahre zurückgeht. Die nächste Frage wäre, seit wann gibt es denn den CSD hier in Thüringen? Also der erste CSD in Thüringen fand meines Wissens 1990 in Weimar statt, also direkt nach der Wende. Und da hat man das vor dem GAU-Forum gemacht und hatte dann eine Abschlussparty im Mon Ami. Und eine ganz nette Anekdote ist, das war auch der Tag der Währungsunion und da wurden die Künstler, die beim Straßenfest aufgetreten sind, zur Hälfte in Westmark und zur Hälfte in Ostmark bezahlt. Oh, eine tolle Geschichte. Genau. Im Hintergrund mal. Du bist ja von Erfurt. Wann findet denn der CSD in Erfurt dieses Jahr statt? Ich weiß, dass er recht bald stattfindet, aber wann? Genau, der CSD findet am 24. August statt, also nicht noch nicht mal ganz in anderthalb Wochen. Genau. Ja. Genau, da habe ich so gehört, dass es auch noch ein paar Aktionsangebote vorher gibt, die auch teilweise schon gelaufen sind und auch noch kommen werden. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also wir haben Aktionswochen vor dem 24. August, die gehen vom 6. bis 23. August eben. Wir haben die mit der Flaggenhissung eröffnet am 6. August, das war ein Dienstag und innerhalb dieser Aktionswochen finden ganz viele verschiedene Veranstaltungen, Partys und andere Formate statt, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen, mit der Community, mit ErfurterInnen über unsere Themen. Also wir hatten zum Beispiel eine Veranstaltung, wo es darum ging, wie ist die rechtliche Situation von Transpersonen. Es gibt ja das Transsexuellengesetz, was wir ganz stark kritisieren. Und da haben wir uns bei der Veranstaltung angeschaut, wie muss da eigentlich Veränderungen reinkommen, damit die Selbstbestimmung, die geschlechtliche Selbstbestimmung von Transpersonen wirklich geleistet werden kann. Wir hatten zum Beispiel aber auch gestern am Mittwoch den Drag Queen Workshop und da ging es darum, was heißt es eigentlich Drag Queen oder Drag King zu sein, wie geht das und wie kann man sich auch selbst in eine Drag Queen verwandeln. Also da gab es dann von der Referentin Tasty selber Drag Queen Schminktipps zum Beispiel oder Tipps zum Auftreten. Klingt ja schon mal sehr interessant. Vielleicht kann man sich dann auch irgendwann mal Fotos angucken im World Wide Web. Wenn du da welche gemacht hast. Was ist denn das Ziel dieses Jahr vom CSD in Erfurt so? Was bewirkt ihr dieses Jahr? Also wir treten ja ganz allgemein, das habe ich schon gesagt, für Akzeptanz gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ein. Da das aber ein großes Ziel ist, haben wir uns auch konkrete Forderungen gegeben an die Politik und an die Gesellschaft. Und eins dieser Ziele, was uns ganz, ganz wichtig ist, was wir seit 2018 im Forderungskatalog haben, ist ein queeres Zentrum Free Erfurt. Das bedeutet, dass wir die Stadt auffordern, ein Zentrum zu schaffen, in dem Begegnung, Bildung und Beratung für queere Menschen, für LGBTIQ-Personen stattfinden kann. Weil wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Beratungsarbeit für queere Jugendliche in ihrem Coming-out-Prozess überhaupt nicht da ist, dass sie ganz oft fehlt und dass diese wichtige Arbeit, Menschen bei Diskriminierungserfahrungen zu unterstützen, immer nur ehrenamtlich geleistet wird, nicht nachhaltig passiert. Und deswegen denken wir oder sind überzeugt davon, dass es ein queeres Zentrum mit städtischer Förderung in Erfurt braucht. Ist ja auch auf alle Fälle wichtig, weil Erfurt ist ja eine relativ große Stadt hier, so eine kleine Stadt wie Nordhausen. Ist es noch nicht ganz, ganz so aktiv, aber ich denke mal, dass es in Nordhausen auch ein ganzes Teil geben wird, die vielleicht nach Erfurt fahren dann am 24. Wer steckt denn überhaupt dahinter, hinter der CSD-Geschichte in Erfurt? Die Organisatoren würde ich gerne mal so ein bisschen Hintergrund wissen und weiter und so fort. Ja, also
der Träger des CSD Erfurt, das ist ein Verein, der besteht schon etwas länger, das ist der CSD Erfurt e.V. und der stellt die Förderanträge, aber der macht die ganze Organisationsarbeit nicht alleine, weil dafür gibt es ein CSD-Bündnis Erfurt, heißt das, in dem ich auch vor allem aktiv bin. Und das setzt sich aus verschiedenen Verbänden, aber auch Privatpersonen zusammen, die sich eben jeden Monat einmal zusammensetzen und schauen, okay, wir wollen den CSD gemeinsam organisieren, was ist zu tun, da werden dann Aufgaben aufgeteilt, Absprachen getroffen, die Forderungen zum Beispiel beschlossen und diskutiert. Und in diesem Bündnis findet eben die Organisationsarbeit statt. Zum Beispiel sind da Verbände wie die Grüne Jugend drin, also eine parteinahe Organisation, aber auch das Frauenzentrum Prennitz zum Beispiel, Pro Familia, die SMJG, das ist eine Jugendgruppe, die sich mit sexueller Aufklärung beschäftigt. Also wirklich ganz, ganz verschiedene Akteure, die an einem Strang ziehen, um gemeinsam starkes Zeichen für mehr Akzeptanz zu setzen. Und da kann auch jeder und jede gerne mitmachen. Also die Treffen sind offen und es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Wir sind da sehr offen und froh über jeden, der sich mit engagieren möchte. Jo, du kannst ja jetzt auch noch mal so ein paar Informationen geben, wie man euch denn überhaupt auch erreicht. Du erzählst so, dass man das öffentlich hat, aber man weiß dann nicht, hey, ich möchte gerne, aber wo soll ich denn mich anmelden? Genau. Also wir sind auf Social Media vertreten, auf Instagram, Facebook und Twitter. Da machen wir auf unsere Veranstaltungen zum Beispiel die Organisationstreffen aufmerksam. Da kann man uns auch anschreiben und wir versuchen mal möglichst schnell zu antworten. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse und die findet man zum Beispiel auf unserem Blog. Also das ist wie eine einfachere Website und das ist die Webadresse ist csderfurt.blogspot.com. Also für alle, die nicht so Lust auf Social Media haben, können da auch alle Informationen gesammelt finden. Genau. Oder man gibt einfach bei Google, habe ich zum Beispiel gemacht, CSD Erfurt ein und dann kommt man natürlich auch zu euch. Also da ist dann gleich der dritte Punkt, war zumindest bei mir, kommt man auch auf euren Blog und kann euch erreichen. Ist denn in Erfurt auch mit einer Gegendemo zu rechnen? Hier in Nordhausen gibt es immer zu allen möglichen Sachen auch eine Gegendemo. Ich könnte mir das vorstellen, dass es in Erfurt sowas auch gibt. Ja, das gibt es in Erfurt seit letztem Jahr leider auch. Kleinstpartei, die rechtsextreme Kleinstpartei, der Dritte Weg, hat eine Gegendemonstration angemeldet. Das finden wir natürlich überhaupt nicht gut. Die machen einfach nur Hetze gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, also gegenüber einer Tatsache und verleugnen, dass auch das Teil der Gesellschaft ist. Dagegen stellen wir uns natürlich ganz stark und diese Gegendemo hat auch erfahrungsgemäß total wenig Zulauf und findet eben sehr isoliert statt. Und das ist trotzdem nicht ungefährlich, denken wir. Also es ist eine schwierige Entwicklung, wenn die Nazi-Szene, wenn die rechtsextreme Szene in Erfurt sich so stark fühlt, dass sie eben eine Gegendemonstration zu einem CSD, zu so einem positiven Event machen kann. Das ist auf jeden Fall eine problematische Entwicklung, mit der wir aber auch mit Hilfe der Polizei und der Ordnungsbehörden, denke ich, ganz gut klarkommen. Ja. Klingt schon mal gar nicht schlecht, also braucht da keine Angst haben an diesem Tag, an diesem 24. ab 12 Uhr am Bahnhofsplatz trifft man sich, am Willy-Brandt-Platz genau zu sagen, und dann zieht man los in Richtung Anger. Ist denn schon weiteres bekannt wegen der Baumaßnahmen oder sonstiges? Da ist ja was gewesen, habe ich so gelesen. Genau. Also wir werden eine längere Route haben und haben ja jetzt geplant, durch die Andreasstraße zu gehen. Da sind aber gerade Bauarbeiten, deswegen werden wir eine andere Route wählen. Die wird aber auch für Sichtbarkeit sorgen. Wir werden durch die Innenstadt ziehen und die Route auch bald bekannt geben. Nach der Demonstration vom Hauptbahnhof aus mit der Schleife durch die Innenstadt enden wir wieder am Anger und dort findet dann so circa ab 14 Uhr, es kann auch ein bisschen später werden, je nachdem wann die Demonstration eintrifft, unser Straßenfest statt mit vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Ständen von Verbänden, die uns unterstützen und die eben auch in Erfurt ein Zeichen für Vielfalt setzen möchten. Ja. Klingt gar nicht schlecht, also 24.08. 12 Uhr einfach mal vormerken für jeden, der Interesse dran hat in Erfurt. Ich danke dir jedenfalls erstmal, Fabian, für das Interview am heutigen Nachmittag oder am heutigen Tag, ja, kann man so sagen, egal wann es jetzt ja ausgestrahlt wird. Aber danke dir erstmal für den Anruf. Gerne, sehr gerne. Danke für das Gespräch. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.